Moin von Horst und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus der Horst Werkstatt. Wir wollen heute eine Art Pendelgemälde basteln, bauen, malen, wie auch immer. Ich bin kein großer Künstler, aber ich wette, jeder von euch bekommt das hin. Dafür brauchen wir einfach nur eine Leinwand. Wir haben hier eine große Leinwand genommen, 80 x 1,20. Wir brauchen einen Lack in der Farbe unserer Wahl, ein bisschen Schnüre, ein bisschen Panzerband und das war es eigentlich schon. Nach dem Intro geht's los. Wie soll das Ganze am Ende funktionieren? Wir packen unsere Leinwand einfach auf den Boden, schützen den Boden noch mal ein bisschen mit zusätzlicher Plane, die wir auslegen. Und dann gehen wir oben, wir brauchen irgendwo einen erhöhten Punkt und lassen quasi die Farbe über das Gemälde pendeln und müssen so eigentlich nicht viel machen, außer einmal den ersten Schwung zu geben. Den Rest erledigt die Schwerkraft von ganz alleine. Irgendwann ist der Punkt gekommen, da habe ich ein bisschen Schiss vor, wo ich dann die Farbe wieder wegnehmen muss. Aber bis dahin wollen wir uns erstmal vorbereiten. Und ich hätte Lust, die Leinwand auf jeden Fall in Schwarz zu lackieren. Das heißt, ich gehe jetzt mit der Spraydose bei und lackiere erstmal. Leinwand ist schwarz lackiert. Das lassen wir trocknen. In der Zwischenzeit bauen wir schon mal unser Pendel und dann können wir auch schon unseren Lack auf das Gemälde geben. Ich habe hier Kordel, das knote ich hier oben um den Träger und lasse das ganze Seil nach unten kommen. Schnell runter von hier. Also knoten wir uns den mal so zurecht. So. Hier ist die Schnüre mit unserem Lackbehälter, den habe ich unten mit Panzerband festgemacht. Wir haben eine Entfernung zum Bild von ungefähr so 20 bis 30 cm. Da will ich jetzt nochmal unseren Lack mittig zum Bild ausrichten. In etwa so. Einmal von hier checken. Das passt. Unser Lack hängt wie ein Pendel über dem Gemälde, über unserer schwarzen Leinwand. Ich schüttel ihn nochmal. So. Dann drehe ich ihn um und bohre relativ mittig ein Loch
von unten hinein, halt das zu. Oben muss auch noch ein Loch rein. Wisst ihr was? Wir geben einfach noch einen. Okay, ich hol's runter. Von hier. Und jetzt. Heieieiei. Abschneiden.